bin in den Spessart gefahren. Der ist in Bayern, in Unterfranken. Ich bin in einem Ort namens Lohr am Main. Das ist die Schneewittchenstadt. Und ich sitze in der Eichenberg-Manufaktur. Und mir gegenüber sitzen Markus Skrobanek und Fabian Kreser. Guten Tag, die Herren. Servus. Servus. Was manufakturiert ihr denn hier in der Manufaktur? Wir machen es spannend, ihr merkt schon. Ach so. Ja, wir produzieren unseren Schneewittchen-Gin. Also ihr produziert euren eigenen Gin. Fangen wir mal mit der Idee an. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, selber Gin zu machen? Also Gin ist ja wahnsinnig modern dieser Tage. Kommt das daher? Unser dritter bzw. vierter Kollege, der Stefan, der hat immer ganz gern Gin getrunken. Der ist irgendwann mal auf diesen Geschmack gekommen und hat sich da immer so eine blaue Flasche gekauft und fand es immer ganz toll. Und ich stand Bombay Sapphire. Richtig. Hey. Und wir standen immer daneben im Laden und sagten, Stefan, was trinkst du da sowas? Das trinkt doch kein Mensch, das ist doch, das geht doch an Kind ran. Ja, und er fand es auch immer ganz toll und hat es gern getrunken und Fabi hat immer Schnaps gebrannt, also Obstbrände. Und ja, dann ist er wohl mal auf ihn zugekommen und hat ihn gefragt, ja, wie sieht's aus? Können wir auch Gin machen? Mhm. Und er hat er sich schlau gemacht und wollte es halt genauer wissen, wie es mit dem Brennrecht und alles abläuft. Und er hat dann gesagt, dass das möglich ist. Und dann kam eins zum anderen, da wir immer zu viert rumgehangen haben und nichts Besseres zu tun hatten. Dann wart ihr wenigstens von der Straße? Eben, haben wir da schon mal keinen Blödsinn. Was heißt, du hast eh immer schon Obstbrände gemacht? Ja, genau. Es ging also in meiner Kindheit los. Da war ich nicht viel älter als 10 Jahre. Und da hat die Oma mich immer eingespannt, der Opa mich immer eingespannt. Weil die haben schon seit 1973 die Obstbrennerei und machen seitdem auch Obstbrände. Und die werden ja auch immer älter und irgendwann konnten sie halt alle Tätigkeiten nicht mehr machen. Also wenn es darum ging, irgendwas hochzuheben oder so, haben sie mich halt immer dazugeholt. Ich hatte natürlich immer Besseres zu tun, hatte gar keine Lust drauf. Und irgendwann ist es halt soweit gewesen, dass sie wirklich fast gar nichts mehr machen konnten und ich dann immer von Anfang bis Ende an so einem Brenntag da sein musste und alles überwachen musste. Und irgendwann hat es dann auf einmal Spaß gemacht. Also das war dann. Das heißt, du hast versehentlich das Brennen gelernt. Versehentlich das Brennen gelernt, ja. Konnte nichts dafür. Ich wurde gezwungen. Das war sowas Schönes. Ja. Und wie ist da zu eurer Firma gekommen? Also es ist ja das eine zu sagen, komm, wir brennen mal ein Schnäpschen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ihr eine eigene Gin-Marke erfunden habt, den Schneewittchen-Gin. Wir haben ja eh immer zusammen wirklich rumgehangen. Also wir kennen uns seit klein auf, ja. Kindergarten, Jugendfußball, Jugendfeuerwehr, alles Mögliche. Zusammen mehr oder weniger gemacht. Ja, und wir haben schon immer so ein bisschen rumgesponnen, wie wir, keine Ahnung, wie alt wir da waren. Ja, wir machen mal irgendwas müssen wir mal machen, eine eigene Firma, muss man mal sein eigener Boss sein und irgendwie was haben wir uns schon immer ausgemalt. Wir hatten nachher mal so einen kleinen Raum, wo wir uns immer getroffen haben und nach Fernsehen geglotzt, haben uns irgendwas Abstruses ausgemalt, was wir denn mal machen könnten. Ja, und nachdem der Stefan da auf die Idee kam, da so ein bisschen so den eigenen Gin zu machen, ja, und jeder so ein bisschen seine Begabung damit reingebracht hat. Also Fabian, die Brennerei, Jonas, der ist ein bisschen zahlenaffin, also der steht total auf Zahlen. Und der Stefan ist so ein bisschen unser Jäger und Sammler, rennt so im Wald rum und sucht eh die Zutaten. Die Botanicals, wie es immer so schön heißt, ja. Kräuter. Und ich habe in der Schule immer viel gekritzelt. Ja, und dann... Ah, du hast diese Grafik gemacht? Quasi. Und... Ja, dann kam halt eins zum anderen und habe gesagt, ja gut, dann lass uns das mal machen und hatten da irgendwann, ich glaube 2016 irgendwann, kurz vor Weihnachten, Oktober, November, Dezember da so ein bisschen angefangen, mal so an dieser Idee da ein bisschen rumzuspielen. Probieren wir halt mal aus, machen wir halt mal, haben wir sonst eh nichts Größeres vor, wir sind ja auf dem Dorf. Wir hätten auch laufend an der Bushaltestelle rumhängen können. Und ja, so kam eins zum anderen und habe ich gesagt, ja gut, dann ziehen wir es jetzt mal durch und dann haben wir natürlich auch irgendwie einen Namen gebraucht und haben uns da viel Gedanken drüber gemacht. Ja, und dann kam eins zum anderen und dann habe ich gesagt, gut, starten wir's. Schneewittchen. Warum habt ihr nicht Schneewittchen genannt, sondern Snow White? Puh, das ist eine gute Frage, die hat uns noch keiner gestellt. Nee, einfach, das ist halt ein bisschen, ja, Gin ist eigentlich sowas, ja, eher britisches, sag ich mal. Und dass es einfach einen internationalen Namen hat, also Snow White. Ich hätte jetzt so gedacht, so, weil Rammstein verkauft sich in Amerika auch super. Ja, aber wohl, ja. Das war jetzt die Wahrheit, was ihr erzählt habt. Wie lautet die Legende? Also heutzutage kannst du ja nicht einfach irgendeine Spirituose machen, ohne irgendwie eine Wahnsinnslegende dazu zu erzählen. Ich erinnere an Monkey 47, der ja
Dachbodenfund eines britischen Offiziers, was ich natürlich auch nicht glaube, aber was super klingt. Habt ihr auch so eine Legende? Also was heißt Legende? Es besteht schon auf der Wahrheit. Natürlich. Dass wir haben ja viel... Wie lauten die alternativen Fakten zu? Wir haben ein paar Forsthäuser, wo wir gerne mal eine Wanderung hin unternehmen und viel im Wald unterwegs sind. Und da sind wir halt mal rein zufällig über so eine Kiste gestolpert und da lag dann so ein Rezept drin von den sieben Zwergen, ja, von den sieben Bergen. Die ja nachweislich hier aus der Gegend stammen. Die nachweislich auf alternativen Fakten beruht, dass sie von hier sind. Ja, und da stand dann so eine Rezeptur drin, wie man die Schönheit von Schneewittchen bewahrt. Und ja, das Rezept haben wir dann befolgt und sind dann darauf gekommen, dass es in einen gläsernen Sarg gehört. Ja. Richtig. Wie kommt es, dass ausgerechnet Lohr sich für die Schneewittchenstadt hält? Also es gibt ja auch noch so ein paar andere Orte, die sich für Schneewittchenstädte halten, aber beide winken ab. War das Abwinken jetzt bezogen auf frag uns nicht, wir haben keine Ahnung, oder die das anderen sollen ins Maul halten? Genau. Letzteres. Na, nach allem, was ich über die Schneewittchenforschung weiß, oder Forschung, aber über die Legende weiß, hat sich ja tatsächlich hier irgendwer mal aufgemacht und hat die sieben Zwerge gefunden, das Bergwerk gefunden, Ja, es ist so grob im Endeffekt erzählt, die Gebrüder Grimm, die stammen ja aus Hanau. Ja. Und Hanau, von Hanau nach Lohr sind es zufälligerweise sieben Bergen. Ja, schon ist mal in Lohr. Dann hatten wir so ein schönes Schloss, das Schneewittchenschloss. Wir hatten ja das früher viel Glasmanufakturen für die Spiegel dementsprechend. Und so kam natürlich eins zum anderen. Da gibt es noch das Fräulein von Erthal, das eben das Vorbild vom Schneewittchen ist. Und da gibt es verschiedene Fakten, die dann auch noch da das deuten, dass es auch wirklich in Lohr passiert ist. Zum Beispiel der kurmainzische Herr, der in Lohr in dem Schloss gewohnt hat, der hat auch ist mit seiner Frau geschieden und hat dann eine neue Frau gehabt und es war dann die böse Stiefmutter von Schneewittchen. Also es gibt ganz viele so kleine Sachen, wo die das dann belegen, und 1986 hat das einer gemacht, wo dann exakt rausgefunden hat oder das darauf deutet halt, dass das da genau alles in Lohr stattgefunden hat. Wie ernst kann man das eigentlich nehmen? Also weil es gibt ja auch diese, wenn man das Quadrat der Basisfläche der Cheops-Pyramide in Relation zur Länge meines Oberrohrs am Fahrrad, dann habe ich genau zweimal den Abstand Erde-Mond. Also es ist mit Abstand die glaubwürdigste Geschichte dazu, zu dem ganzen Thema, weil es halt am naheliegendsten ist. Ja, aber es ist immer noch eine Geschichte, also wir können sie nicht fragen, sie sind leider verstorben. Aber wie es halt immer so ist, ne? Die Gebrüder Grimm, die sind natürlich durch die Gegend gezogen und waren dann mal hier in der Kneipe und mal in der Kneipe und haben dann da und das so ein bisschen aufgeschnappt. Also so stelle ich mir das so ein bisschen vor, dass die Geschichte dann so ein bisschen so entstanden ist. Die haben mal hier von der Sage gehört und früher ist ja immer viel erzählt und gut, ist ja heute genau noch so, aber früher vielleicht noch ein bisschen mehr Märchen. Und da haben die vielleicht hier ein bisschen was aufgeschnappt und da irgend so eine Story oder irgendein Gerücht gehört und das haben die, also schätze ich, vielleicht mal dann irgendwie so ein bisschen miteinander verknüpft. Und zurück zum Alkohol. Wie brennt man Schnaps? Schnaps jetzt oder Gin? Ist das kein Schnaps? Naja, Geist oder Brand oder wie auch immer. Na so, erstmal grundsätzlich. Gibt's da nicht irgendwie so die naja, Basisidee, also wie man sowas macht? Genau, ich erhitze eine Maische. Also ich erhitze einen Rohstoff und der Alkohol verdampft schneller als Wasser. Mhm. Das machen wir uns halt zu nutzen. Also ich nehme einfach irgendwie, sammle mir aus dem Garten das Fallobst meiner Eltern, also die vom Apfelbaum sammle ich zusammen, stampfe das einmal durch, lasse es so lange gären, bis ein bisschen Alkohol drin ist. Sehr vereinfacht gesagt, genau. Ja, und erhitze es halt und dann, weil es schneller verdampft als Wasser, kann ich es quasi trennen, die Stoffe, Wasser und Alkohol. Wann verdampft der Alkohol? Der Alkohol verdampft ab 68 Grad, aber das ist dann auch nicht trinkbarer Alkohol, Methanol. Ist das, wovon man blind wird? Genau, das, okay. Und es gibt halt verschiedene Alkohole, die an verschiedenen Punkten verdampfen. Bei 80 Grad circa verdampft der gute Ethanol, das, was wir wollen. Genau, und das geht dann halt bis zu 96 Grad oder 97 Grad, wo dann die schlechteren Alkohole auch noch verdampfen. Das heißt, wenn du Schnaps brennst, dann achtest du darauf, die Temperatur im Kessel immer zwischen diesen, 86 und, 80, also, ja.
man fängt halt quasi bei Temperatur von der Maische an und erhitzt dann kurz bevor das Wasser verdampft, weil ich brauche kein Wasser zu verdampfen und zu destillieren, weil da kommt ja noch Wasser raus, will ja Alkohol gewinnen. Es ist dann quasi ein Prozess, der von Anfang bei, weiß ich nicht, was die Maische hat, 20 Grad bis knapp 100 Grad dann geht. Aber woher weißt du, also wie kannst du die schlechten Alkohole von den guten Alkoholen, also von deinem Ethanol trennen? Da gibt es verschiedene Methoden. Man kann das einfach pauschal abtrennen. Man kann es nach Temperatur abtrennen. Oder was wir machen. Pauschal? Pauschal. Also ich weiß, so und so viel Alkohol, schlechter Alkohol ist drinne. Dann, wenn ich alles richtig gemacht habe, trenne ich 1 Liter vorher weg, zum Beispiel beim Obstbrand. Oder auch je nachdem, ist sortenbedingt unterschiedlich, trenne ich das einfach ab, pauschal. Also das heißt, du lässt den 1 Liter sozusagen durchlaufen? Genau, durchlaufen und okay. Zum Wegschütten oder zum Einreiben oder wie auch immer. Auf jeden Fall nicht zum Trinken. Mhm. Genau, das wäre pauschal. Da verliert man viel, weil man weiß ja nicht genau, wo ist die Grenze. Habe ich jetzt alles gut gemacht? Habe ich gut eingemeischt? Habe nur saubere Sachen eingemeischt? Dann habe ich weniger schlechten Alkohol, weniger Methanol drinne. Und dann müsste ich nicht so viel abtrennen. Man kann es nach der Temperatur machen, ist aber auch nicht so sicher alles. Am besten ist einfach nach Geschmack und dann muss man wirklich lange üben, bis man das rauskriegt. Das heißt, ein bisschen Methanol ist noch nicht gesundheitsschädlich. Also da kannst du einen Finger reinhalten und also ausprobieren. Spurenelemente sind in jedem Trinkalkohol drin, die sind auch, ist auch erlaubt. Also es ist so, ich weiß den genauen Grenzwert nicht, aber das ist erlaubt auf jeden Fall. Genau. Ja. Also Methanol ist auf jeden Fall giftig, darf man nicht trinken, aber es sind ja auch Spurenelemente sind in jedem Alkohol drin. Okay, dann lasse ich jetzt den Alkohol verdunsten und womit fange ich den dann auf? Also ohne Kühlung wird der Alkohol nicht wieder zurück in den flüssigen Zustand kommen. Also ich muss ihn sehr stark kühlen. Mhm. Das heißt, ich habe so ein, wie man das von den Moonshinern kennt, so eine Spirale drin. Also aus dem Fernsehen kennt man halt immer diese Spiralen, wo dann Wasser außen rumläuft, damit es gekühlt wird. Ja. Einfach, dass ich eine große Oberfläche habe, wo ich das Ganze runterkühlen kann. Genau, und das wird dann gekühlt und verflüssigt sich und das fange ich dann einfach in so einer Spindel auf, wo ich dann eine Art Thermometer, ein Alkoholmeter reintauchen kann und kann dann feststellen, wie viel Prozent Alkohol hat das Ganze. Und wie viel Prozent Alkohol kommt da normalerweise raus? Also es beginnt ungefähr beim Vorlauf mit 60 Prozent Alkohol, steigt dann bis zum Mittellauf, bis circa, je nach Obstsorte auch unterschiedlich, zwischen 65 bis 85 Prozent circa. Da ist so der Spielraum, je nachdem, wie hochgradig die Maische ist, also wie hochprozentig die Maische ist. Und was ist der Rest? Also was sind die restlichen 15 Prozent, wenn 85 Alkohol sind? Wasser. Wasser? Ja. Aber das wolltest du doch gar nicht mitverdunsten. Ja, es kommt halt immer ein bisschen was mit. Okay. Ja, man kann, also wenn man das 100, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, über diese Verstärkerkolonnen, also über diese Böden drin. Das musst du jetzt nochmal erklären, weil die Hörerschaft hat das noch nie gesehen. Genau. Also je öfter ich einen Alkohol destilliere, desto feiner wird der Alkohol, desto höher, hochprozentiger wird der Alkohol. Das heißt, ich kann aus meinem 85-prozentigen Alkohol, den kann ich nochmal erhitzen und nochmal verdunsten lassen und nochmal runterkühlen und nochmal auffangen. Ja. Das will ich aber zum Beispiel bei der Produktion vom Gin nicht, weil ich ja möchte, dass er ziemlich aromatisch ist. Und je öfter ich destilliere, desto weniger aromatisch ist er. Dafür hat er mehr Prozente. Ist also reiner, weniger Wasser enthalten. Mhm. Schaffst du das, ohne dass man es sich angucken kann, in der Zeichnung oder in echt? Also wir standen vorhin bei euch in der Brennerei. Brennerei, so war das. Ich wollte gerade Brennküche sagen, das klang irgendwie falsch. Und da gibt's ja dann, wie du sagtest, diese Stufen, ne? Also so eine Kaskade, so ein Turm, in dem da weiter destilliert werden kann. Ja. Wie funktioniert das genau? Also mein Dunst kommt aus dieser Brennblase raus, wandert dann rüber in diesen Turm. Genau, in den Turm, in die Verstärkerkolonne. Verstärkerkolonne. Genau, so heißt das Ding. Die hat verschiedene, also mehrere Glockenböden drin. Bei uns in der Anlage sind jetzt 3 Stück verbaut. Dieses Jahr ist es so, dass man auch mehr haben durfte. Früher war es so, man durfte auch nur diese 3 haben. Mhm. Um eben keinen ganz starken Alkohol herstellen zu können. Das war dann Industriebetrieben vorbehalten, die durften sowas, oder Kornbrennereien, die mussten sowas auch haben. Genau, und es funktioniert eben so, dass der Alkohol in eine Glocke, also verdampft und steigt in eine Glocke auf und er kann am obersten Ende von der Glocke nicht weiter nach oben steigen. Mhm. Und da immer mehr Dampf nachkommt, an der kalten Glocke will es dann quasi wieder Kondensieren und tropft außen wieder runter. Ja. Und das passiert dann
öfter. Also es kann, je nachdem ich, wie oft ich es haben möchte, kann ich es einstellen. Aber wenn der wieder runtertropft, wie kriege ich den denn dann wieder, also der ist dann ja flüssig auf einmal. Der also unter der ersten Glocke ist es flüssig. Ist es flüssig, genau. Der tropft da rein und es dauert halt eine Weile. Mit der Zeit wird es auch heißer und dann verdampft er wieder. Okay, aber dann geht er ja wieder an die Glocke und will wieder runter. Genau, und irgendwann steigt er halt nicht mehr an eine Glocke, weil die Glocken offen sind oder alle Glocken verbraucht sind. Ah, das heißt, du machst dann einen Schieber auf und Nee. Das sind mehrere Böden im Endeffekt. Ja. Also es ist ein Boden, dann kommt eine Glocke. Ja. Vom Boden verdampft er, kondensiert an der Glocke und tropft ab. Aber das ist ja eine Glocke, damit es in der Mitte nicht wieder runtertropft, da wo es hergekommen ist, sondern da ist dann der nächste Boden. Es tropft außen in den nächsten Boden. Ach so, das heißt, je höher ich steige, desto breiter wird der Boden sozusagen, desto schmaler die Glocke. Nee. Schwierig zu erklären. Ja, ist schwierig zu erklären. Sollst du nicht aufmalen, sondern die Leute, die das hier hören, die können das nur hören. Also ich versuch's nochmal zu erklären. Ja. Also wir haben eine kleine Öffnung, durch die der ganze Dampf nach oben in den nächsten Boden kommt, in die Glocke. Ja. Und in der Glocke kondensiert der ganze Alkohol wieder und läuft außen an der Glocke runter. Genau. Dann wieder an den Der Durchmesser Seiten von der Glocke ist größer als das Loch, wo es ursprünglich durchgekommen ist. Ja. Dann tropft es außen runter und in den nächsten Boden rein. Nicht wieder nach unten, wo es hergekommen ist, sondern in den nächsten Boden. Und da sammelt sich's wieder, bis es heiß genug ist und in die nächste Glocke reinsteigen kann. Und die ist dann aber auch wieder breiter als der Boden, von dem es kommt. Genau, aber die sind alle gleich groß. Ihr wollt mich doch fertig machen. Naja, guckt euch das, wie heißt das Gerät? Verstärkerkolonne. Verstärkerkolonne. Schlagt das in der Wikipedia nach. Für die Gin-Produktion brauche ich es eigentlich gar nicht. Ja, ich wollte ja wissen, wie mein Schnaps brennt, grundsätzlich. Ja. Das läuft dann irgendwann, ist es durchkondensiert, läuft dann unten raus und dann hast du deinen Alkohol. Genau. Ja. Und dann haben wir Schnaps. Ja. Okay. Dann kommen wir jetzt zum Gin. Ja. Jetzt malt ihr es doch auf und jetzt bin ich abgelenkt. Ja. Es ist praktisch auf dem Boden, schwimmt es rum. Ja. Wird erhitzt, steigt auf, kondensiert hier, läuft an der Glockenwand wieder runter. Ja. Na stopp, hier kommst du. Da kommt es hoch. So, dann ist es hier, verdampft wieder, steigt hier hoch, kondensiert an der nächsten Glocke, läuft an dem Glockenrand entlang und tropft auf den nächsten Boden. Das ist wie ein. Also praktisch wie ein Pilz. Genau. Im Grunde wie ein Pilz, durch dessen Stiel der Dampf so hochkommt, oben im Käppchen kondensiert und dann aber rechts, links neben dem Stiel runterfällt. Genau. Und darüber steht wieder ein Pilz, wo wieder durch den Stiel. Ja, genau. Okay. Und ich kann halt entscheiden, ob ich das machen möchte oder ob ich komplett einfach durchsteigen und dann habe ich die Möglichkeit, hier eine Öffnung aufzumachen. Mhm. Also in dem Boden eine Öffnung aufzumachen, dass der Dampf einfach durchsteigt. Da verliere ich dann weniger Aroma sozusagen. Mhm. Zum Gin. Wenn du so eine Kaskadierspiranz, wie hieß das? Verstärkerkolonne, ne? Ja. Genau. Wenn du so eine Verstärkerkolonne nicht für Kaskadierspiranz. Wenn du so eine Verstärkerkolonne nicht für Gin brauchst, wie machst du dann Gin? Also für den Rohstoff von dem Gin brauche ich die auf jeden Fall. Da brauche ich sogar ca. 30 solche Glockenböden. Du hast aber nur drei. Ich habe aber nur drei, deswegen kaufen wir auch den Rohstoff ein. Mhm. Das schreibt uns das EU-Gesetz auch so vor. Wir dürfen das gar nicht selbst herstellen, weil der so rein sein muss, der Alkohol für den Gin, also 96%. Und den kann man mit einer kleinen Anlage nicht herstellen. Warum nicht? Weil ich den Alkohol nicht so reinmachen kann, damit dass der 96% hat. Mit so einer Anlage, wie ich es hier habe, kriege ich maximal 85 Volumen. Ja, aber wenn du jetzt noch so 10 so eine Pilze drüber stellen würdest, würdest du das dann hinkriegen? Die Anlage dürfe ich nicht bauen, nicht besitzen. Rein theoretisch ja. Theoretisch ja, aber das ist dann das nächste Gesetz davor sozusagen. Genau. Okay. Also die anderen großen Gins, bei denen ist im Endeffekt auch genauso. Die müssen den Reinalkohol zukaufen, veredeln den, also setzen an mit den Botanicals und brennen den dann im Endeffekt wieder rein. Mhm. So, du kaufst deinen reinen Alkohol zu, aber den musst du dann ja gar nicht mehr brennen. Also der muss ja dann gar nicht mehr durch diese Brennmaschine durch, durch die Destille. Genau, es gibt verschiedene Verfahren, wie ich Gin herstelle. Mhm. Das, was wir machen, ist mazerieren, destillieren und
Mazerieren? Genau, Mazeration, das ist das Einlegen von Botanicals in Trinkalkohol und Wasser. Mhm. Das nennt man Mazerieren und das ist dann die Mazeration. Destillation ist das, was wir gerade besprochen hatten. Und Perkulation, das machen wir auch noch. Das ist quasi, wird ein Geistkorb in den Helm integriert und die Alkoholdämpfe nehmen dann quasi nochmal Zutaten, Aromastoffe auf, um das Ganze nochmal intensiver zu machen oder leicht flüchtige Aromen aufzufangen. Ein Geistkorb wird in den Helm integriert. Das ist auch, klingt ein bisschen so Star Wars-mäßig. Der Helm ist was? Der Helm sitzt direkt über der Brennblase. Okay, also unten, das, wo wir eben waren beim Schnaps, unten Maische, darunter Feuer, das verdampft, darüber ist ein Helm, also eine Glocke letztlich auch wieder. Ja, ist auch wieder eine Glocke. Genau. Okay, und das nennt man Helm? Genau, Helm. Okay, und der Geistkorb ist? Das ist einfach ein Kupferkorb, wo Zutaten drin liegen. Ja. Zum Beispiel Zutaten mit leicht flüchtigen Aromen, die man jetzt nicht unbedingt mit Wacholder im Mazerat, was ich gerade beschrieben hat, einlegt, sondern die dann direkt vom Dampf aufgenommen werden und direkt dann schon im Alkohol drin sind. Ihr geht also hin, nehmt den reinen Alkohol, den 96%igen Alkohol, schmeißt da irgendwie Obst und Gemüse rein, lasst das ziehen, genau. Wahrscheinlich eine bestimmte Zeit lang. Ist das schon Betriebsgeheimnis? Wie lange das zieht? Das ist Betriebsgeheimnis. Okay. Also was drin ist, ist wahrscheinlich ein Betriebsgeheimnis? Ja, so genau das Betriebsgeheimnis ist nicht, weil wir ja ein paar Zutaten schon anhand von unserem Etikett lüften. Weil ja, wie gesagt, die okay, Zwerge... Schneewittchen ist drin, Zwerge sind drin. Ja, und die Zwerge haben ein paar Zutaten in der Hand. Ach, guck. Ah, wenn man sich das halt besser vorstellen will, dann müsste man jetzt eine Flasche von sich haben. Dann müsste man jetzt eine Flasche bestellen. Genau. Ne? Macht ihr Mail-Order? Ja, können wir die bei euch bestellen. Wir haben einen Online-Shop. Okay, sehr gut. Okay, der eine Zwerg hat, was ist das, eine Zitrone? Richtig. Was haben wir denn da noch? Da ist noch ein Zwerg, der hat einen Apfel. Richtig. Was hat denn der Zwerg da hinten auf seinem Rücken? Ja, das ist der Sack mit den geheimen Zutaten. Ah, das. Ja, und da gibt es halt verschiedene Verfahren, wie ich das Ganze mache. Also wie gerade schon beschrieben, Mazeration. Und das Mazerat heißt das? Genau. Das destilliert ihr dann nochmal durch. Genau. Und der Dampf steigt dann durch diesen Korb mit noch mehr Zutaten. Ja. Drogen oder Botanicals, was man halt so sagt. Ja. Was kann man da an Drogen reintun, dass das hinterher auch noch knallt? Alles. Es knallt so oder so. Ketagin. Was bei uns auch besonders ist, dass wir zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Drogen dazugeben. Das heißt, man nennt es wirklich Drogen. Was, ja. was wäre das zum Beispiel? Was jetzt naja, Wacholder. Wacholder wäre auch eine Droge ja. im Gin-Hersteller-Sinne oder nennt man das woanders auch noch Drogen? Ja, Gin ist eher so, aber eher so Geistherstellung, Kräutergeist, okay. Da nennt man das so auf jeden Fall. Beim Gin sind es eher die Botanicals. Ja. Alles klar. Ja. Wie viele verschiedene Zutaten habt ihr? Man munkelt, dass jeder Zwerg zwei Zutaten beisteuert. Ja. Und wie lange habt ihr, also wie lange habt ihr gebraucht, um darauf zu kommen, es genau so zu machen? Also du musst ja immer wirklich einmal komplett was durchbrennen, bis du weißt, wie dein Schnaps schmeckt. Oder? Ja, es war recht zeitintensive und noch kostenintensive. Kostenintensive Zeit. Also wir haben ungefähr, sagen wir mal, grob ein Jahr oder so dann rumgedoktert. Wir hatten ein Basis oder so ein Grundrezept, sag ich mal, von der Oma, die früher immer Geiste gebrannt hat. Und das haben wir uns halt mal als Grundlage genommen und haben da verschiedene Zutaten ausgetauscht oder haben sie dabei belassen. Man muss halt viel spielen mit Menge, welche Zutaten, was passt zueinander. Und viele schreiben sich mal auf die Fahne, dass sie 100 Probedestillationen gemacht haben. Ja. Das kann man natürlich in kleinen Rahmen machen, in einer kleinen Destillationsanlage, was aber wenig reproduzierbar ist bei größerer Menge. Also wenn wir einen Durchlauf machen, da kommen dann 60 Liter reiner Alkohol rein und das ist schon sehr kostenintensiv. Und wie viel Gin kommt dann hinten raus? Dasselbe ungefähr. Okay. Minus Verluste, was die Brennerei hat. Also in der Schlempe, in dem Rückstand, was am Ende vom Destillationsvorgang zurückbleibt, ist noch Alkohol drin, den ich nicht mehr rausbekomme. Und ich verliere noch Alkohol durch ein bisschen Vorlauf, was ich abtrenne und Nachlauf, was ich auch abtrenne. Das verliere ich dann sozusagen. Wie viel Verlust hast du so in Prozent? Ja, man kann es natürlich so machen, dass man weniger Verluste hat, ich sag mal vielleicht 10%, aber da leidet auch die Qualität dann drunter. Also wenn man frühzeitig abtrennt, wenn der
irgendwann ist der ganze Geschmack auch mit rausdestilliert, da kommt dann nichts mehr nach. Kommt quasi nur noch Alkohol, es kommt noch Alkohol nach, aber eben keinen Geschmack mehr, wie wir ihn wollen. Das heißt, du verdünnst dann durch Alkohol den Geschmack. Das heißt, die ganzen Zutaten ist alles ausgekocht schon. Da kommt nichts Frisches, nichts, was wohlschmeckend ist, mehr raus. Mhm. Dann sage ich, okay, jetzt ist Feierabend, das wird auch immer von uns sensorisch halt überprüft. Und ihr zwitschert euch zwischendurch immer mal einen davon. So sieht's aus, genau. Ja. Du musst ja auch Spaß dabei haben. Das heißt, du stehst auch den Brennvorgang die ganze Zeit daneben? Ja, also es ist schon ein bisschen Routine geworden beim Gin-Brennen jetzt. Da weiß man ungefähr, so viel kommt raus. Und ab dem und dem Zeitpunkt muss ich aufmerksam sein, am Anfang und am Ende. Und dann sage ich einfach, okay, jetzt schmeckt's nicht mehr, jetzt trenne ich's ab. Und da habe ich eben auch Verluste. Wie gesagt, das sind mehr als 20% sogar. Ja. Und das ist aber auch ein qualitativer Aspekt einfach, dass ich das so viel abtrenne, um einfach nur das Beste rauszubekommen. Und das machen viele halt auch nicht. Die nehmen halt alles mit rein und dann wird's halt nicht ganz so rund, sage ich einfach mal. Und man könnte rein theoretisch vom ersten bis zum letzten Tropfen alles dafür verwenden. Ja. Und wir benutzen halt, keine Ahnung, wie viel Prozent dafür. Also wir nehmen halt wirklich nur das Herzstück. Also trennen vorher großzügig ab und danach auch. Ja. Und danach auch wieder, weil es dann einfach vorher wegen Methanol. Oder Methanol eigentlich beim Gin nicht, weil da habe ich diesen 96% reinen Alkohol. Da darf kein Methanol mehr drin sein. Achso, und dann kann auch keins rauskommen. Dann kann keins rauskommen. Aber ich nehme trotzdem, es schmeckt am Anfang, die ersten paar Tropfen schmecken eben noch nicht so gut und deswegen werden die auch abgetrennt sozusagen. Ja. Was macht ihr mit? Wegschütten oder einreiben? Einreiben. Wir reiben uns gegenseitig ein. Wie lange dauert denn so ein Brennvorgang eigentlich? Er könnte schnell sein, das ist auch wieder ein Qualitätsaspekt von uns. Ich könnte das Ganze in einer halben Stunde machen. Ich lasse mir bis zu 7 Stunden Zeit pro Brenndurchgang. Wir machen 2 immer am Tag. Eher 6 Stunden meistens. Und je langsamer ich das Ganze laufen lasse, desto besser kann ich Vor- und Nachlauf und Mittellauf abtrennen. Das heißt, je langsamer ich destilliere, desto kostenintensiver wird's, weil ich länger mehr Zeit brauche, logischerweise auch, aber desto mehr Qualität kriege ich auch wieder rein. Und das sagen wir auch wieder ganz klar, wir haben die Zeit, also wir nehmen uns die Zeit für ein gutes Produkt am Ende. Aber wie destilliert man denn langsam? Also du hast wenig Hitze. Aber eine bestimmte Hitze brauchst du doch. Ach nee, du hast ja genau. Du hast ja das Methanol-Problem gar nicht mehr. Genau. Also das heißt, du kannst mit, wann fängt der an? 63 Grad war das, ne? Nee, 68 war das mit Methanol. Und aber dann bei kurz über 80 dann der Trinkalkohol, den wir wollen. Aber ich will auf jeden Fall, das muss man sich so vorstellen, wenn ich jetzt zu viel Hitze habe, kommt einfach zu viel gleichzeitig aus der Anlage raus. Mhm. Und da sagt man einfach, das gibt zu viel Schärfe, wenn er zu schnell rausläuft. Da muss man sich vorstellen, dass dann andere Alkohole mit oder Öle mit rausgezogen werden, weil das einfach zu viel gleichzeitig, man muss das schön langsam viel Zeit dafür haben. Geduldig sein und dann. Aber kommt wenig auch Hitze heißt dann trotzdem 80 Grad statt 95 genau. Grad, oder? Einfach nur nicht gleich von Anfang an volle Pulle bis Ende durch, dann wird alles einfach rausschießen. Mhm. Ich will einfach, dass es schön langsam gleichmäßig rausfällt, damit ich nichts mitreiß. Wenn ich zum Beispiel auch am Anfang das zu heiß mache, dann wird mir auch die Maische überkochen und wird dann quasi, das soll man ja vermeiden, dass die dann mit rauskommt am Ende ins Destillat. Das passiert bei unserer Anlage nicht, aber das könnte passieren, wenn man zu schnell oder zu heiß das Ganze macht, ja. Also schön langsam anfangen zu befeuern und dann bei geringer Hitze brodeln lassen. So, das klingt jetzt so, als würde so eine Flasche 150 Euro kosten. Was kostet die Flasche bei euch? Halber Liter? Bei uns im Onlineshop gibt es die für 28 Euro plus Versand. Könnt ihr davon leben? Nein, also wir können nicht davon leben. Wir wollen auch gar nicht davon leben. Warum das denn nicht? Also momentan noch nicht. Es wäre schön, wenn man davon leben könnte, aber leider ist es noch nicht möglich. Wir haben alle, sind alle berufstätig und haben noch Jobs. Es beansprucht zwar teilweise so viel Zeit, als würde man davon leben. Also man muss ziemlich viel Zeit aufwenden. Also es ist wirklich jede freie Minute wird aufgewendet. Aber davon leben können wir noch nicht. Wofür wendet ihr diese viele Zeit auf? Weil Feuer machen, durchziehen, durchbrennen lassen, also ja, das ist jetzt ein bisschen naiv wahrscheinlich. Ja. Es fängt ja schon damit an, dass eigentlich die Brennblase mit Holz gefüttert wird. Das Holz muss auch irgendwo herkommen. Hm. Also das Holz muss auch im Endeffekt gemacht werden, muss aus dem Wald geholt werden. Das heißt, ihr lasst euch das nicht liefern? Wir machen alles selber, weil wir sonst nichts zu tun haben. Ja,
mache. Also da fängt es im Endeffekt ja schon an, dass du dein Holz dafür selber machst. Wir sind ja auch auf dem Dorf, da hat jeder auch ein Stück Wald. Und deswegen kann man das auch da. Hat man die Möglichkeit rauszugehen und ein bisschen Holz fällt immer irgendwo ab und dann ein bisschen Holz gemacht für die Brennanlage allein schon. Dann alles Mögliche. Dann der reine Tag einfach zum Brennen, das sind ja schon 12, 13 Stunden, wo wir hier sind. Also befeuern, dann alles einfüllen, brennen, dann am Schluss wieder alles sauber machen. Das ist ja dann jetzt nur der Brenntag an sich. Die Flaschen müssen aber auch noch etikettiert werden, müssen gespült werden. Das macht ihr alles von Hand, ne? Also ihr habt jetzt nicht die Abfüllanlage? Nee, also wir haben es am Anfang wirklich noch mit der Waage gemacht und mit einem Zapfhahn und haben das mehr oder weniger aufs Gramm genau dann eingefüllt. Das wird dann aber das extrem viel Zeit in Anspruch, deswegen haben wir jetzt so ein kleines Maschinchen, das uns dann die halben Liter genau immer reinfüllt. Das ist ja öfters mal unser Mitarbeiter des Monats, der macht das immer ganz gut, die Maschine. Ja, wie gesagt, das Etikettieren ist recht schwierig, weil wir eben den Spiegel in Anführungszeichen auf dem Etikett haben, also dieses Loch, wo man dann quasi durch das Frontetikett auf das Rücketikett sieht. Die Innenseite des Rücketiketts sozusagen, ja. Ja, quasi. Und Schneewittchen sieht. Und da die Flasche immer einen Teilungsgrad hat, müssen wir die Flasche auf unserer selbstgebauten Etikettiermaschine immer ein bisschen ausrichten, dass wir die Etiketten dann wirklich immer genau positionieren. Ja, dann brauchst du eine Flasche 1 bis 2 Minuten, bis das alles ordentlich sitzt und festgedrückt ist. Dann beschriften wir alle Flaschen selbst, also von Batch. Batch heißt, also hinten steht Batch Nummer L1812 und Bottle Nummer 81. Das ist quasi die 18. Fürs Jahr, 2000, also das 18 steht fürs Jahr, die 12 für den 12. Brand in diesem Jahr und dann nummerieren wir durch und das geht dann pro Brand, sag ich mal, zwischen 250, 260, 270 Flaschen. Also für die 12, 13 Stunden, wo wir nur in der Brennerei stehen, haben wir ungefähr so 260 Flaschen dann. Jetzt, wenn ich nicht zu faul zum Rechnen wäre, das heißt, ihr macht im Jahr 350, 400 Flaschen. Das war aber nicht gut gerechnet. Nee, siehst du, warte, wie viele Flaschen macht ihr denn im Jahr? Das wissen wir selbst nicht genau. Wir haben erst ein Jahr produziert jetzt. Ach so. Ja. Also wir haben ja ziemlich genau vor einem Jahr angefangen, es zu verkaufen. Und funktioniert das, der Verkauf, der Vertrieb? Also kommt das an? Das funktioniert, ja. Also wir waren selber überrascht. Also wir waren top überzeugt von unserem Produkt. Also das ist genauso, wie wir es wollten. Also es schmeckt super. Aber es muss halt auch noch gekauft werden. Also es muss noch gemocht werden von anderen auch. Sonst bringt uns das Ganze nichts. Also wir waren zufrieden für uns. Wir haben auch am Anfang gesagt, wenn es keiner trinkt, dann trinken wir es eben selber. Ne? Alkohol, okay. Die paar Flaschen. Die paar Flaschen trinken wir selber. Wird ja nicht schlecht, ne? Ich meine, wird nicht schlecht. Ja, und es war halt so, dass wir die ersten Feinkostläden gefragt haben. Oder Bars. Wollt ihr das mal probieren? Wo seid ihr da hin? Also wo habt ihr angefangen? Wisst ihr das noch? Lohr direkt so zuerst mal so in die Läden rein und das mal auf die Theke gestellt. Und da waren wir aber noch total am Anfang. Da haben wir unser Etikett auf dem Drucker ausgedruckt. Also da war hat das auch noch keine Heißfolie und kein Gold und noch nichts gehabt. Also das war einfach nur schwarz-weiß und haben es den Leuten einfach nur mal hingestellt, damit die wissen, in welche Richtung wir gehen. Und haben da vorher schon ein bisschen angefangen, die Leute zu fragen, ob sie da Interesse dran haben. Die haben dann probiert, haben dann teilweise mehrere Mitarbeiter noch mit dazugezogen und auch alle kräftig probieren lassen, bis die Flasche leer war und dann gesagt, nee, ist nichts für uns. Die waren eigentlich, am Anfang waren wir selbst überrascht. Wir sind in jeden Laden reingegangen, haben gesagt, ihr habt ja nicht Bock, wollt ihr mal probieren? Und also, schmeckt geil, sieht geil aus, nehmen wir. Also es ging leichter teilweise als gedacht. Das Erste, wo wir als Erstes quasi die Leute probiert haben, war Dorffeste. Da haben wir es quasi getestet im Dorf. Also, ja gut, ein Schnaps für lau auf dem Dorffest. Also viele kannten es einfach nicht. Ne, was ist Gin oder Gin Tonic, wie man es üblicherweise trinkt. Und da haben wir das dort probieren lassen. Die Leute waren alle begeistert und gesagt, das schmeckt nicht wie so ein Fusel Alkohol. Das schmeckt nach wirklich was und es ist nicht scharf oder
ist nicht unangenehm im Mixgetränk oder wie auch immer. Und ja, das waren so die ersten positiven Erfahrungen dann, nachdem wir es für gut befunden hatten. Und die Feinkostläden, Bars oder auch Einzelhandelsmärkte, die haben uns das teilweise auch aus den Händen gerissen. Also die wollten es unbedingt. Wie kommt's? Auch wahrscheinlich auch, weil es eine regionale Idee ist, oder? Regionale Idee, ja. Kommt super. Das muss ich jetzt noch überregional beweisen. Ich denke, dass es klappt. Also da, wo wir es verkaufen, da verkauft es auch gut. Ja. Wie weit in die Überregionalität verkauft ihr? Also ganz Deutschland. Ganz Deutschland mittlerweile? Ja. Das heißt, also, selbst in Berlin kann ich mir den kaufen? In Berlin kann man kaufen, allerdings in einem Laden jetzt. Also wir sind jetzt in Berlin in den 10 Läden oder wie auch immer. Wir sind halt quer durch Deutschland, sag ich mal, überall vertreten. Jetzt haben wir einen Laden, Berlin, ja, München. Am Bodensee, im Ruhrgebiet Bodensee. Haben wir 2 Läden, Frankfurt, Wiesbaden. Aber wie kommt ihr da hin? Seid ihr dann da einfach mal hingefahren? Kommen wir mal ein Wochenende in Berlin und gehen mal in die Bars und stellen den hin? So oder? Ja, genau, also ja. Entweder so, dass wir viel als mal unterwegs sind oder einer ist im Urlaub und fährt da mal irgendwo hin und dann geht er da mal rein und fragt, habt ihr nicht Interesse? Ich war letzte Woche auf einer Fortbildung von der Arbeit und da bin ich halt dann nach meiner Fortbildung halt dann in den Laden reingegangen, hab die Flasche auf den Tisch gestellt, hab gesagt, habt ihr Interesse dran? Wir kommen da und daher und dann ist nachgefragt worden, ja, sieht ganz cool aus und haben sie mal probiert und gesagt, ja, schickt uns was zu, kein Problem. Also es ist schon ganz gut. Viel kam auch durch den Fernsehbeitrag vom Bayerischen Rundfunk im Heimatrauschen. Da sind wir danach viel angeschrieben worden, wo dann die Leute gefragt haben, ich würde es gerne in meinem Laden nehmen. Also ein Münchner Bäcker zum Beispiel. Der Richard. der hat eine Konditorei, eine Bäckerei. Ja. Und der hat uns angeschrieben, so, habt ihr nicht Bock? Er wird es gerne in seinem Laden verkaufen und wird daraus auch Pralinen machen. Hat er jetzt vor kurzem, haben wir jetzt da ein paar Pralinen verköstigt. Mit eurem Gin gefüllt, genau, oder? Nee, es ist so eine, ich habe keine Ahnung. Also es ist keine Flüssigkeit drin? Also nee, es ist kein Flüssigkeit drin. Aber ist in die Masse eingearbeitet. Genau, ja. Okay. Ja. Und es schmeckt echt wahnsinnig gut. Ja, wir haben jetzt eine fette Bestellung aufgegeben. Perfektes Weihnachtsgeschenk. Oder so. Du sagtest eben, die Leute wissen gar nicht, was ist Gin. Was ist Gin? Gin ist eine Wacholder-Spirituose, also eigentlich ein Wacholdergeist. Und neuerdings kann man, meiner Meinung nach ist Gin die vielseitigste Spirituose, weil mir eigentlich keine Grenzen gesetzt sind, welche Zutaten ich da verwenden darf oder muss. Also wenn man Gin laut EU-Recht jetzt betrachtet, muss Wacholder-Geschmack vorherrschend sein. Das heißt, man muss es wahrnehmen können, aber das ist auch in meinem Auge des Betrachters. Also der eine nimmt so einen Wacholder-Geschmack wahr, der andere so. Also es sollte drin sein, sage ich einfach mal. Es gibt aber mittlerweile auch, weil Gin ja ein richtiger Hype geworden ist, Gin-Variationen, wo dieser Wacholder-Geschmack nicht mehr vorherrschend sein muss. Das wäre New Western-Style Dry Gin zum Beispiel. Und das ist aber aus unserer Sicht dann auch kein Gin mehr, weil Gin ist für uns Wacholder-Schnaps, Wacholder-Spirituose, Wacholder-Geist. Das soll da auch drin sein und so soll man es auch schmecken. Und es kann, eigentlich kann Gin alles sein. Es kann ein reiner Kräutergeist sein, es kann Obstgeist sein im New Western Style Dry Gin und deshalb für uns ist es traditionell eigentlich so, dass wir sagen, da muss Wacholder mit rein, typische Zutaten mit rein und regionale Zutaten können auch mit rein. Wir wollen ja auch einen klassischen, typischen Gin, wie er eigentlich gehört, keine Experimente, sondern ein klarer, klassischer Gin mit Touch Heimat. Also wenn alles rein kann, was würdet ihr trotzdem nicht reinmachen? Also gibt's Geschmäcker, die da nichts verloren haben? Ich sag mal so. Vanille. Obwohl, Geschmäcker Vanille, sind verschieden. Vanille kommt auch bei vielen Leuten mit rein. Ich wollte gerade sagen, ist gar nicht so schlecht, wenn es nicht so. Ich finde halt einfach, dass man irgendwelche tropischen Früchte da nicht reinmachen muss. Das gibt's ganz oft. Da hört man mit was auch immer. Ich will jetzt nichts sagen oder so, aber ja, warum kann ich nicht das benutzen, was aus der Region kommt, ne? Es ist ja auch gut für die Region, muss es nicht durch die halbe Welt hierher holen und dann destillieren, wenn es hier gar nicht hergehört oder wie auch immer. Na, die Winzer machen das ja sehr erfolgreich, indem sie letztendlich Terroir verkaufen. Vielleicht kann man das ja auch in einem Gin abbilden. Was? Terroir. Sagt man jetzt leider gar nichts. Okay, ein Wein schmeckt auch immer ein bisschen nach dem Boden, auf dem er wächst. Und jetzt machen die Winzer jetzt doch ziemlich erfolgreich. Und das könnten wir ja vielleicht sogar in einem Gin abbilden. Das heißt das, dass eure Zutaten auch alle hier aus dem Wald sozusagen kommen? Größtenteils, ja. Also es gibt Zutaten, die einfach hier nicht herkommen. Zumindest Zitrone ist auch typisch für einen Gin. Ja, die brauchen wir hier nicht anbauen. Aber vielleicht würde hier sogar was wachsen, was ein ähnliches Aroma bieten würde. Genau, das setzt man nämlich auch ein. Ja. Wir haben nämlich
ja, Douglasiennadeln bei uns im Gin drinne. Douglasiennadeln, ja. Hier Weihnachtsbaum, ne? Nicht ganz, ist auch, der stachelt auch nicht. Okay. Aber es ist, jetzt wird viel Douglasie bei uns im Spessart angepflanzt, weil die Fichte langsam verdrängt wird wegen Klimaveränderung. Mhm. Und die ist einfach viel klimastabiler und die hat auch ein leichtes Orangenaroma, also ein Zitrusaroma in den Nadeln drin. Das war eigentlich auch so ein bisschen das Entscheidende. Also wir wollten auch einen Gin haben, der so ein bisschen nach der Region schmeckt. Und die Region ist Spessart. Ja, und deswegen sind wir auch rausgefahren in den Wald, das ist dann tatsächlich so, und haben alle Nadeln durchprobiert. Was schmeckt so ein bisschen nach Wald? Wie kriegt man so einen gewissen Touch halt rein? Und dann irgendwann sind wir eigentlich ziemlich bei der Douglasie hängen geblieben, weil die, ja, die hat einfach am rundesten geschmeckt. Die war nicht so brutal harzig, sondern die hat ein schönes Aroma eigentlich gehabt. Und hinterher war so ein kleiner Touch Orange. Und dieses Orange passt natürlich auch Zitrusfrucht, passt natürlich auch zur Zitrone. Ja. Und daher hatten wir eigentlich so ein stimmiges Gefüge und dann war eigentlich die Douglasie für uns. Ach, hat gestimmt. Aber ihr seid jetzt auch auf Gedeih und Verderb an dieses Rezept gebunden, ne? Obwohl, wenn euch was anderes einfällt, macht ihr einfach eine zweite Linie. Können wir einen anderen machen. Also wir hatten auch schon öfter mal drüber nachgedacht, ob wir nicht eine Sonderedition oder sowas machen. Wir hatten auch ganz am Anfang eigentlich auch mal die Idee, das Schneewittchen und die böse Stiefmutter zu machen. Ja. Mit einer schwarzen Flasche. Für jeden Zwerg noch irgendwie eine Edition machen. Wer weiß. Wer weiß, vielleicht gibt es ja da auch irgendwie wann was. New Western Dry... Style Dry Gin. Das New Western Style Dry Gin. Wie kriegt man Gin trocken? Also oder was ist der Unterschied zwischen einem trockenen und einem nicht trockenen Gin? Also da gibt es auch wieder das EU-Recht, das vorschreibt, ich habe meinen Distill Gin, meinen London Gin, meinen Old Tom Gin und Dry Gins dürfen einfach keinen Alkohol haben, die sind ziemlich trocken, kein Zucker, sorry. Die dürfen pro Liter fertiges Erzeugnis maximal 0,1 Gramm Zucker drin haben. Also dürfen nicht gesüßt sein. Ich wollte gerade fragen, wo kommt der Zucker her? Wo kommt der Zucker her, ja? Der kommt am Ende rein, oder? Bei uns kommt sicherlich 0,0% Zucker rein, ne? Beim Old Tom Gin oder wie auch immer, da gibt es noch andere. Da darf man Gin Zucker reintun. Genau. Ist aber auch dann nicht so ein vollkommenes Produkt, wie wir es wollen. Also wir wollen wirklich nur die reinen Botanicals destilliert. Wir wollen da keine Zusatzstoffe, da kommt nichts rein, was irgendwie stören würde. Und Zucker gehört da auf keinen Fall rein. Kann ich das eigentlich auch zu Hause machen? Mir Gin brennen? Es ist verboten, so eine Anlage zu haben. Selbst wenn man den Platz hat. Selbst wenn man den Platz hat. In Berlin-Tempelhof. Ja. Also zufälligerweise 100 Quadratmeter Keller übrig. Es gibt... Mini-Destillen zu kaufen mit einem halben Liter Brennblasen, Volumen. Ja. Und die darf man auch daheim betreiben. Und da fällt wie viel raus? Das kommt drauf an, wie hochgradig die Maische ist, also wie hochprozentig die Maische ist. Na, ich würde mir einfach ein Mazerat... So ein Gläsle voll kriegt man da vielleicht. Okay. Und die kostet dann einige 100 Euro, das heißt, dafür kann ich dann irgendwie mehrere Jahre Schnaps von kaufen, dann lasse ich das wahrscheinlich mal. Genau. Was muss man eigentlich tun, um Schnaps brennen zu dürfen? Also ein Brennrecht zu besitzen, genau. Muss man, also ein Brennrecht besitzen und das ist bei uns schon 50 Jahre auf dem Hof. Als mein Opa ich weiß nicht, Ruhestand war er noch nicht, aber er hat angefangen mit dem Obstanbau und es war so, dass immer viel Obst übrig geblieben ist und was macht man damit, wegschmeißen kann man es nicht. Und landwirtschaftliche Betriebe haben früher immer Brennrechte zugeteilt bekommen, um im Winter einfach, wenn es kalt war und keine Feldarbeit gemacht werden konnte, konnten die dann im Winter ihr Korn destillieren oder ihr Obst destillieren und haben dann sozusagen noch einen Nebenerwerb gehabt. Ja. Und so sind die Brennrechte halt früher an so Betriebe verteilt worden. Genau. Und hat sich verteilt. Man musste sich nicht drum bewerben, man musste ihn irgendwo wie kaufen. Wie genau das war, wer da privilegiert war. Es gibt zum Beispiel Regionen hier ganz im Norden vom Spessart, fast in der Rhön, in Wartmannsroth, da gibt es in einem Dorf auf 1500 Einwohner 90 Brennrechte. Also ich weiß nicht, wie die da alle hingekommen sind. Es gibt bestimmt eine plausible Erklärung, aber also es sind ganz unterschiedlich verteilt. Auch im Schwarzwald gibt es die meisten in ganz Deutschland. Aha. Also diese kleinen Brennrechte mit den 150 Litern, das war eigentlich so ein Ding von Baden-Württemberg und Bayern. Ja, und genau, so ein Brennrecht muss man auf jeden Fall besitzen. Ja.
Und werden die noch neu erteilt oder werden die einfach nur umverteilt? Das heißt, ich würde dir deins abkaufen. Also solche 150 Liter Brennrechte, die werden nicht neu verteilt. Es ist auch so, der Liter reiner Alkohol kostet 13,03 Euro. Mhm. Steuern, Branntweinsteuer, Alkoholsteuer ist es jetzt. Und den Brenner mit dem 150 Liter Brennrecht, der darf die vergünstigt herstellen. Da kosten die nur 10 Euro. 10,22 Euro kostet da, ist da die Steuer auf den Liter Alkohol. Mhm. Das heißt, ich spare dann quasi knapp 3 Euro im Gegensatz zu, wenn ich ihn kaufen würde. Pro Liter? Nee. Ja doch, pro Liter. Pro Liter, reiner Alkohol. Das 150 Liter Brennrecht bezieht sich auf den reinen Alkohol, den auf ich herstelle. Auf den reinen Alkohol. Das heißt, wenn ich 100%, also, ja. Okay. Ja. Das heißt, ich könnte halt auch 300 Liter 50%igen herstellen dann. Genau, so sieht's aus, ja. Aber dann spare ich 450 Euro, nur immerhin. Also das ist das, was er eben dieses Brennrecht an sich da vergünstigt hat. Und ja. Das gibt's auch nicht neu. Ja. Es gibt viele Betriebe, die vielleicht aufhören. Und dann kriegt man auch mal sowas von einem Betrieb übernommen, wenn man die bestimmten Voraussetzungen erfüllt, wie Mindestbetriebsgröße und sowas, keine Vorstrafen zum Beispiel. Und dann bekommt man auch sowas mal, wenn ein Hof aufgegeben wird oder so. Aber dann kann ich ja überhaupt nicht hingehen und meinen eigenen Schnaps machen, wenn ich das Brennrecht irgendwo herkriege. Ja, ein Brennrecht sollte man auf jeden Fall haben. Man kann zum Beispiel auch, ein Brennrecht braucht man. Wie machen das denn diese ganzen anderen? Also ich meine, der Markt wird doch gerade überflutet von irgendwelchen Kleinst-Gins. Ja, weil, also früher war es einfach so, dass viele kleine Brennereien, es gibt 27.000 in Deutschland von diesen kleinen Abfindungsbrennrechten, diese kleinen Anlagen, wo jetzt ziemlich viele aufhören. Weil die haben früher einfach nur an das Branntweinmonopol Schnaps abgeliefert, um Steuern zu sparen. An das Branntweinmonopol? Genau. Das ist, das gibt's jetzt nicht mehr seit dem Jahr. Da konnte man seinen Schnaps hinverkaufen und hat, steigen wir jetzt ein bisschen tiefer ein. Oh, kein Problem. Man konnte das halt verkaufen, hat sein Branntweinübernahmegeld bekommen und hat so halt, ohne dass man jetzt sauberen Top-Trinkschnaps hergestellt hat, man konnte quasi das abgeben und hat dann Geld dafür bekommen. Und das haben viele Betriebe gemacht. Die haben sich quasi nicht um die Vermarktung gekümmert und haben nicht in Flaschen abgefüllt, haben ab Hof oder direkt vermarktet, sondern haben einfach alles abgeliefert und haben dafür ihr Geld bekommen. Und das war gutes Geld. So viel würde man nicht bekommen auf dem freien Markt. Mhm. Das waren, ich glaube, 4 Euro oder was pro Liter Alkohol. Und auf dem freien Markt kostet ein Liter Alkohol 50 Cent oder sowas. Ne? Okay. Also der Wert von Liter Alkohol, ja. Vom Rohstoff her, da kommt halt Umsatzsteuer und... Die Steuer macht es dann so teuer, dass er... Genau, 13,03 Euro und plus dann noch die Mehrwertsteuer. Und das Branntweinmonopol, hat dir das auf jeden Fall abgenommen, das Zeug? Das hat's abgenommen, ja. Ach so. Ja. Die waren also sozusagen verpflichtet, jedem, der genau, kommt. Ja. Ach, das ist ja praktisch. Und da ist auch viel Geld reingeflossen, ne? Ja. Vom Steuerzahler auch, ja. Es wird quasi subventioniert, kann man so sagen, ja. Das war einfach, um das Ganze zu kontrollieren, dass nicht jeder anfängt, Schnaps zu brennen damals und auch um das Zeug dem Markt zu entziehen wahrscheinlich auch. Die ganzen Streuobstwiesen weiterhin gepflegt sind, weil die Brenner sind die Streuobstwiesen und Hecken erhalten, weil sie quasi ihre Rohstoffe daraus gewinnen. Ja. Ja. So, wie machen das jetzt diese 100.000 Gin-Hersteller, die gerade... Genau, also es gibt Betriebe, die jetzt in jüngerer Generation, also wie ich das jetzt mache, also ich will da einen neuen Geist einhauchen, will es ein bisschen mehr auf Qualität setzen, wobei bei uns im Betrieb schon immer nur direkt vermarktet wird und auf Qualität gesetzt wird. Also es sind junge Leute da, die anfangen, solche Traditionen irgendwie zu vermarkten, neu. Also früher gab es kein Internet oder so, da hat man die Reichweite nicht gehabt, da gab es den Schnaps halt auf dem Dorf oder wie auch immer. Gin machen jetzt viele, genau. Es sind die Leute, die halt die jüngere Generation, die es übernimmt, aber es sind auch viele, 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 leider, die einfach nur in eine Brennerei gehen, die schon besteht, dort sich ihren Gin bestellen und dann ihr Label draufkleben. Und das ist halt... Das heißt, diese ganzen fancy Gins, die ich im Hipsterladen bekomme, sind... Schlimmstenfalls stehen da 30 Gins, die alle derselbe Gin sind, nur jeder hat ein anderes Etikett. Das kann passieren, wobei die Leute dann auch schon teilweise hingehen mit ihrer eigenen Rezeptur und sagt mir, hier, macht mir den Gin mit der Zutat und die Brennerei macht es dann. Das ginge auch. Also ich könnte jetzt hierher kommen, könnte sagen, pass auf, klar. Das und das, also die und die Zutaten in der und der Konzentration, mach mir doch bitte mal 1000 Liter. Genau. Du könntest in die nächste Brennerei gehen und sagen, hier, ich würde gerne den Kleinchen haben. Ich hätte gern, keine Ahnung, Ananas und
Papaya. Papaya drin. Dann brennt er das. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ja, und dann klebst du dir dann ein schönes Etikett drauf. Ja. Ja, und dann rennst du los und gehst in die nächsten Läden und verkaufst den. Ob du dann dahinter stehen kannst, dass es jetzt dein Gin ist, das sei jetzt mal der Hersteller, hat jeder seine eigene Philosophie, aber für uns ist halt... Ja, eben. Woran kann ich erkennen, dass der Gin euer Gin ist und nicht Holgis Gin Aufkleber? Kannst du überhaupt erkennen? Frage, ja. Ich weiß es nicht. Kann man das erkennen? Also, das ist, glaube ich, schwierig. Da musst du halt auf einer Messe dahinter stehen und uns den Leuten erzählen oder auf der Webseite bei uns lesen, aber da steht da jetzt nicht drauf. Das kann ich auf meine Webseite ja genauso schreiben. Genau, das ist ja, hier steht auf der Flasche, gebrannt in kleinen Chargen und handgemacht im Spessart. Aber wer das letztendlich macht, das steht ja da nicht drauf. Aber bei uns ist wirklich alles in Handarbeit und von uns selber gemacht. Und das war auch wichtig. Und wir haben gesagt, nicht, wir gehen zu irgendjemand hin und sagen, bring mir den Gin und ich verkaufe ihn dafür für viel mehr Geld. Ja, das sind auch meistens die teureren Gins, die dann über 35 Euro, 40 oder bis zu 100 Euro kosten. Mhm. Die machen die meistens gar nicht selber. Und das finde ich einfach nicht richtig. Dass das, was der Brennmeister eigentlich kann, das Handwerk, wird dann quasi verkauft. Und ja, hat damit eigentlich, der Brennmeister hat natürlich auch was davon, wenn er den macht, aber den kennt dann niemand sozusagen. Und das war uns einfach wichtig, dass bei uns alles in einer Hand passiert und nicht wir die irgendwo anders abfüllen lassen oder was auch immer. Wir machen wirklich jeden einzelnen Schritt selber. Wir machen nur das Glas nicht selber, so ungefähr. Das wird noch. Und die Korken, die werden vermutlich auch dazu gekauft. Ja, genau, aus Portugal, ja. Was trinke ich denn zum Gin? Klassisch Gin Tonic. Welches Tonicwasser? Das ist ja, ne? Also ja, Schleppes ist ja irgendwie, das darf man ja nicht mehr kaufen. Ja. Ne? Nee, es ist, hat jeder seine eigene Philosophie im Endeffekt. Unseren jetzt persönlich, wir trinken am liebsten mit Marken davon denn schon, oder? Pff, mir egal. Also unseren Snow White Gin trinken wir am liebsten mit Thomas Henry. Mhm. Habt ihr einfach da tatsächlich auch, was weiß ich, 30 Tonics? Wir haben uns probiert? Da mal... Ja. Ja. 30 waren es, aber mittlerweile gibt es so viel Gins wie Tonics. Ja. Tonics wie Gins, also es gibt Unmengen und da muss wirklich jeder auch selber rausfinden, was ihm genau schmeckt. Manche sind ein bisschen bitterer, viele, die jetzt neu kommen, sind viel süßer, also überhaupt nicht mehr so bitter. Da muss einfach jeder für sich selber rausfinden, was er möchte. Viele mögen den bitteren Geschmack nicht, dann nehme ich halt einen Tonic, das ein bisschen süßer ist oder wie auch immer. Ja, in Österreich, da gibt es so eine versteckte Bar, die ist im Keller, die hat auch steht im Guinness Stollen 1930. Ja, quasi. Und die steht im Guinness-Buch, weil sie die meiste Gin-Auswahl haben. Und da gehst du rein und die, du sagst, ich würde gerne das Tonic nehmen und die empfehlen dir dann einen Gin dazu. Also sowas. Das klingt auch falsch, aber ja. Also ich würde immer von der Spirituose ausgehen und dann... Ja, das ist aber, ja, vermutlich auch möglich, aber das kannst du ja drehen und wenden, wie du willst. Aber im Endeffekt ganz klassisch einfach Snow White Gin. Pur. Bei Zimmertemperatur oder als eben als Gin Tonic einfach Gin, Eiswürfel, Scheibe Zitrone, Tonic drauf. Dann mach doch mal auf, hier hat doch Zimmertemperatur. Ja, gern. woher kommt das eigentlich, dass Gin so einen Hype erlebt gerade? Ich glaube, es ist einerseits Monkey Gin geschuldet. Weil die halt stimmt, das waren die ersten, die so eine Legende verkauft haben. Genau, ja. Das waren die ersten, die wirklich das Storytelling super gemacht haben. Ja. Hatten natürlich viel Kapital dahinter. Also das war schon mal sehr gut, dass die das gemacht haben. Also, dass die genug Kapital auf jeden Fall hatten. Das war der Originalkorken, das, also super. Ja, also deshalb erlebt Gin Hype, weil es halt gut schmeckt, auch sehr vielseitig ist. Also es ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Der eine sagt, ich mag keinen Gin, aber dann magst du vielleicht den Gin. Ja. Na, also es ist für jeden was dabei. Und ich glaube auch wegen dieser Änderung im Branntweinmonopol, also es gibt es jetzt nicht mehr, das wurde abgeschafft 2018 und da wurden halt auch viele Brennereien zum Umdenken gefordert, also die mussten quasi sich überlegen, wie werden sie jetzt ihren Alkohol los. Ja. Na, und dadurch gibt es halt viel mehr Direktvermarkter, sage ich einfach mal, und in der Direktvermarktung liegt halt auch, muss ich auch irgendwie dafür sorgen, dass es verkauft wird. Und dann muss ich ein Alleinstellungsmerkmal haben. Mhm. Und deswegen gibt es auch viel mehr, die das jetzt machen. Genau. Weil jeder gezwungen ist, umzudenken, wenn er so eine Brennerei hat. Er kann nicht mehr an Start abliefern, sein Geld kassieren und er muss halt irgendwie sein Zeug loswerden auf andere Art und Weise. Und so kann man das halt machen, wenn man sich eine gute Geschichte überlegt. Jetzt bin ich gespannt.
Sehr lecker. Der ist... Dauerwerbesendung. Der ist wirklich sehr lecker. Ist mir ein bisschen zu wenig Zitrus. Okay. Also für meinen persönlichen Geschmack. Aber... So, der Wacholder soll klar im Vordergrund stehen. Sehr intensiv. Also jetzt nicht intensiv vom Schnapsschmerz, wie nennt man das? Also dass es so brennt im Mund, sondern geschmacklich sehr intensiv. Das erreichen wir eben dadurch auch, dass man so langsam brennt. Da kriegt man diesen Schnapsdampf. Diesen Fusel, ne? Genau. Den kriegt man da einfach ein bisschen raus. Man kann den ruhig auch, wenn man den mal gemischt trinkt, kann man den nach 50-50 oder so trinken. Man hat nie das Gefühl, dass man jetzt... Man verzieht das Gesicht nicht so, wie wenn man irgendwo in der Kneipe sitzt und kippt sich da mal irgendwie einen kurzen hinter die Binde, sondern es ist einfach Aroma. Sehr lecker. Und hat auch, ist jetzt ein Begriff aus der Weinbeschreibung, der hat wirklich eine sehr, sehr enorme Länge. Also der Geschmack verschwindet nicht so schnell. Das ist schon anders. Also da habt ihr irgendwas anders gemacht. Ja. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt Kaltextraktion mache. Da verflüchtigt sich das Ganze auch schneller. Kaltextraktionen. Das ist das, wenn ich halt das Ganze nicht destilliere. Das ist, wenn ich nur die Zutaten reinlege und dann wird das Ganze nicht so intensiv und langanhaltend. Also ich kaufe mir den Alkohol, den 96-prozentigen, schmeiß da mein Obst rein. Genau, und ziehe es und filter das alles wieder raus, also Truppstoffe, Feststoffe und sowas. Dann habe ich auch eine klare Flüssigkeit. Und dann gieße ich so lange mit Wasser auf, bis ich 50% Alkohol habe und sage, hier ist Gin. Genau, ja. Gibt es aber solche Baukästen, die man so kaufen kann, also... Mach deinen eigenen Gin und dann schmeißt halt da was rein und dann, ja. Filterst das gerade wieder raus und dann hast du... Wie filtert man denn da? Klar, das grobe Zeug ist mir klar, aber so... Ja, so. Grobes ist gar nichts drin. Also ja, doch. Also beim Mazerat. Bei Mazerat, ne? Oder was meinst du jetzt? Naja, ich nehme meinen Alkohol, ich schmeiß da mein Obst und mein Gemüse rein. Gemüse. Und dann, ja, irgendwann filter ich das wieder raus, also was weiß ich, mit einem Sieb oder einem Kaffeefilter oder sonst wie. Nee. Das bleibt beim Brennen mit drin. Achso, er meint jetzt nur... Ich brenne es ja nicht. Ja. Wenn er es jetzt selbst macht. Ich meine jetzt meinen selbstgemachten. Und da habe ich ja dann auch irgendwie so Schwebstoffe noch drin und sowas. Wie kriege ich die da wieder raus? Das möchte ich gar nicht. Schwebstoffe nicht, aber so, schon diese Trübung auf jeden Fall. Trübung, ja. Ja. Wie man das genau rauskriegt, das interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht, weil sowas mache ich nicht. Man kriegt zum Beispiel, Geschmack kriegt man raus. Ich weiß es, muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht, wie man alles wieder rauskriegt. Es geht auf jeden Fall, weil es wird ja auch so, ist ja auch so üblich in der Industrie. Aber wie man das genau macht, das sollen die wissen. Okay, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist das Etikett. Wie kommt ihr auf die Idee, das so zu machen? Und vor allen Dingen, wer ist das Schneewittchen da hinten? Die sieht modern aus. Sieht modern aus, ja. Sieht aus wie eine, die ich mal in Leipzig auf dem WGT gesehen habe. Also das Schneewittchen in der Flasche, das existiert vermutlich so gar nicht. Das ist jetzt frei aus meinem Kopf weg irgendwie so dahin hingekritzelt. Hingekritzelt. Bist du von Beruf Grafiker oder warum? Ich sitze eigentlich nur im Büro. In der Gießerei. Das heißt, du hast Zeit genug, um Grafiken zu machen. Genau, ja. Chef ist viel unterwegs. Nee, ich habe in der Schule viel gekritzelt. Von daher kommt es vielleicht ein bisschen. Die Eltern sind ziemlich begabt mit der Zeichnerei. Von daher. Okay, versuchen wir es mal zu beschreiben. Also ich habe ein Etikett, ich habe ein Frontetikett. Snow White, da ist in der Mitte ein Loch. So, und um dieses Loch drumherum ist so ein goldener Rahmen, wie bei so einem barocken Spiegel. Genau, also, soll quasi der Schneewittchenspiegel sein aus dem Märchen. So, dass ich durch die Flasche durchgucken kann, auf die Innenseite des Rücketiketts. Da ist dann Schneewittchen abgebildet, wie sie im Wald steht. Und Achtung, Meta, eine Flasche Schneewittchen-Gin in der Hand hält. Ihre eigene. Wie lange habt ihr gebraucht, um auf die Idee für dieses Etikett zu kommen? Also das war eigentlich die erste Idee, die wir hatten, das Etikett so zu gestalten. Also wir haben so ein Büchlein aufgeschlagen, der Markus hat da angefangen reinzukritzeln, dann haben gesagt, Markus, mach mal ein Schneewittchen oder mach mal so eine Raute oder wie auch immer. Flaschenform haben wir dann noch gar nicht gewusst. Und da wirklich am ersten Abend ist schon diese Form entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen so eine Raute vorne drauf haben, mit Spiegel innen drin. Und wir wollen irgendwas mit Durchguckeffekt haben, auf rückseitig bedruckt irgendwas oder wie auch immer das möglich ist. Keine Ahnung, wussten wir selber nicht, wie das funktioniert. Am Anfang war es eigentlich hauptsächlich so das Schneewittchen.
dass man dann klar durch den Spiegel sehen sollte. Erst einmal überlegt, ob man vorne den Spiegel dann wirklich so wie eine Spiegelfläche macht, dass man sich dann quasi selbst im Spiegel sieht und man das Schneewittchen ist. Aber dann kam uns eigentlich die Idee, dass man doch durch die Flasche durchschauen kann und dass man dann vielleicht noch ein bisschen mehr entdecken kann, wenn man sich ein bisschen mit der Flasche beschäftigt. Mhm. Also hinten rechts die Brennerei, wo ein kleiner Zwerg gerade eine Leiter hochsteigt. Genau, ja, füllt quasi das Mazerat in den Brennkessel ein. Also jeder Zwerg hat da so ein bisschen was zu tun. Ja. Bis auf der eine, der ist ja ein bisschen am Schlafen. Der hat ein bisschen zu viel. Ja, ein bisschen gerochen. Und vor allen Dingen hat das Frontetikett auch eine Rückseite, fällt mir gerade auf. Das ist nämlich eine Mauer. Richtig. Also wir haben versucht, in dem Etikett so viel wie möglich auch Elemente aus der Heimat mit einzubringen. Fängt vorne beim Gin-Schild an. Das ist im Endeffekt das Türklingelschild von der Brennerei, wo wir hier sind, beziehungsweise von der Großmutter das Klingelschild. Das hier unten, das genau. Ich, genau, okay. Ja. Dann der Spiegel, also die Wand, an der Spiegel hängt, ist unten das Tor von der Scheune von der Brennerei. Aha. Dann ist das Ganze umrahmt mit einer Verzierung. Also mein Vater bzw. mein Großvater ist Hufschmiedemeister gewesen. Und diese Verzierung ist bei uns im Haus, hat der Vater so ein Geländer geschmiedet. Und da ist diese Verzierung im Handlauf, die habe ich da mit aufgefangen. Dann diese Beschläge, die außen dran sind. Das sind Fensterbeschläge von meiner Oma im Elternhaus. Ja, und so sind es halt im... Innen dran ist ja diese Sandsteinmauer, das ist hier das Haus mit Sandstein umrahmt ist. Und es stehen auch noch Buchstaben auf den Steinen. Ja, da haben wir uns dann, selbst verirrt. Also ja, Fabian, Markus. Genau. S. Stefan. Und? Jonas. Ja. Ah, ein J ist das, Jonas, okay. Genau. Und die 1973. 1973? Was war da? Fürs Gründungsdatum der Brennerei. Ah, okay. Ja. Genau. Ja, das einzig Profane ist dann das äußere Rücketikett, weil das da stehen dann so Sachen drauf, die da drauf müssen, ne? So Strichcode, ja. Genau, Drink Responsible. Ja, das müssen wir halt dann draufschreiben, aber da haben wir halt dann eben auch nochmal die Badge und Bottle Number, was dann eben handbeschrieben wird, dann nochmal und halt dann so ein bisschen die Geschichte aufgefasst, die in zwei Sätzen. Es war einmal, ganz tief im Spessart. Da machten sich die sieben Zwerge auf, um Schneewittchen einen Trank zu kreieren, der ihre Schönheit auf magische Weise bewahren sollte. Sie nannten ihn Snow White Gin. Heute, nach hunderten von Jahren, wurde diese uralte Rezeptur wiederentdeckt. Es heißt, die Magie ging in all den Jahren nicht verloren. Richtig. Kann man auch so mit einem richtigen Sprecher so einen Werbespot draus machen. Ne? So, das schneiden wir uns dann so Christian, raus. Christian Brückner. Gin! Nee, und so haben wir halt immer wieder versucht, so ein paar kleine Elemente halt aufzufangen. Ach, die Brennerei, die man auf dem Etikett sieht, ist die identische, die unten steht. Mhm. Also das ist die gleiche. Stimmt, ja. Und dann, ja, weil wir hier aus dem Spessart sind, haben wir auch eben die Waldsilhouette innen drin, beziehungsweise den Wald. Und man sieht auch ein paar heimische Tiere, die bei uns so im Wald rumspringen. Da muss man dann wieder genauer hinschauen. Tiere habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, man findet... Oh, wir sind da hinten der röhrende Hirsch. Richtig. Genau. Dann gibt es da noch einen Bock, einen Rehbock. Wildschwein. Ah, da hinterm Baum hat er sich versteckt, der Rehbock. Und weil wir die Rodenbacher Eulen sind, haben wir auch noch eine Eule verewigt. Ja, aber die findet kaum jemand. Die findet eigentlich niemand. Wenn das wer die Eule findet, kriegt eine Flasche für lau. Ja, genau. Er kriegt da 10. Ja, auf der Rückseite ist nochmal so eine Wald. Silhouette. Ah, ganz offen. Ja, okay, da. Ja, gut. Ja, so haben wir halt versucht, immer wieder ein paar Elemente halt von uns Vieren da alles ein bisschen einfließen zu lassen. Wie kriegt ihr die Etiketten auf die Flasche? Habt ihr dafür eine Etikettiermaschine? Leider nein. Da wir uns so ein spezielles Etikett ausgedacht haben, gibt es natürlich auch keine Maschine, die das macht, sondern das machen wir auch per Hand. Haben uns da selbst ein bisschen was gebaut, weil wir uns durch die Form vom Etikett natürlich auch selbst ein Bein gestellt haben. Mit der Schleife. Also eine auf der Spitze stehende Raute. Genau. Kann die überhaupt woanders stehen, die Raute? Ja, aber sieht blöd aus. Ja. Aber ja. Genau, und weil jede Flasche auch einen Teilungsgrad hat und wir den nicht in der Spiegelfläche wollen, müssen wir jede Flasche auf unserer selbstgebauten Etikettiermaschine so ausrichten,
ja, dass die seitlich ist und dann wird es wird über zwei Lasern die Position vom Etikett angezeigt, wo man das Etikett dann, ja, dann aufsetzt, aufstreicht, die Flasche einmal um 180 Grad dreht, bis der eine Laser wieder die Spitze vom Etikett erwischt und dann 180 Grad gedreht das Rückseitenetikett draufsetzt. Etikettiermaschine heißt aber nur Maschine, in die die Flasche eingespannt wird und von Hand ein Etikett aufkleben. Genau. Das ist einfach nur eine Hilfsvorrichtung. Ja. Genau. Aber es klingt besser. Leider macht es automatisch. Ja, aber schön, wenn es irgendwann mal das checkt, dass sie das selbst macht, aber... Wo kriegt ihr die Etiketten her? Aus einer normalen Druckerei kommen die nicht, ne? Nee, da haben wir uns... Ja, weil wir eigentlich relativ blauäugig an die Sache rangegangen sind und wir bedrucken alle Seiten vom Etikett und vorne machen wir einen Spiegel drauf und das soll auch ein bisschen Haptik haben, dass man das alles ein bisschen anlangen kann und ja, so hatten wir 1000 Vorstellungen und so sind wir auch an die Sache rangegangen, das umzusetzen. Ja, nachdem ich dann irgendwann das Etikett so hingekriegt habe, haben wir uns dann an zig Etikettenmacher gewendet, und haben uns da Angebote geben lassen, die wir uns nicht leisten konnten mit unserem Geld. Und ja, viele haben erst gar kein Angebot abgegeben. Da mussten wir mal danach fragen, wie es überhaupt aussieht. Die haben gesagt, das können sie gar nicht. Das ist gar nicht machbar. Es geht nicht. Das funktioniert doch nicht. Das ist ja in der heutigen Technik. Wir fliegen auf den Mond. Da wird ja wohl auch ein doppelseitiges Etikett machbar sein. Ja, und dann haben wir dann Gott sei Dank noch einen Franke gefunden, der das machen kann. Ja, da haben wir dann auch mal ein paar Mal hin und her telefoniert und sind dann auch ein paar Mal fortgefahren, haben das mit denen durchgesprochen, bis wir dann zu einer Lösung gekommen sind. Ja, dann waren wir eben bei diesen Etikettenmachern. Die haben uns da auch viel weitergeholfen und haben da auch wirklich dran gearbeitet, dass wir unseren Traum von diesem Etikett auch so verwirklichen können. Ja, den haben wir bestimmt auch ein paar graue Haare gekostet. Und ja, so sind wir dann nach einer schweren Geburt dann doch zu einer guten Geburt dann gekommen und haben es dann da so hinbekommen, wie es jetzt aussieht. Wo du gerade sagtest, für euer Geld, wie viel habt ihr eigentlich investiert? Also irgendwomit müsst ihr ja mal angefangen haben. Ich sag mal so, um alles, 50.000 Euro bräuchte man schon, aber wir hatten halt das Glück, dass wir Equipment und sowas hätten. Also die Destille unten. Die Anlage, die ganzen Behälter, Edelstahlbehälter zum Lagern und sowas, Räumlichkeiten oder so. Das war halt das Glück bei uns jetzt, dass wir das alles vor Ort hatten. Ansonsten hätten wir es auch gar nicht angefangen, sagen wir es mal so. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass so eine Destille teurer ist als 50.000 Euro. Na, man kriegt sie schon ab, ja, so 20.000 Euro kriegt man schon welche. Also sind eigentlich bezahlbar, kann man sagen, ja. Ja. Das ist aber halt dann, wenn man die Entwicklung rein überlegt, ein Liter Alkohol, ungefähr 20 Euro, bis wir da mal ein paar Brände durch hatten und uns ausprobiert haben, bis wir dann mal zu so einem Ziel gekommen sind, dann noch die Etiketten in einem guten vierstelligen Bereich, plus die Flaschen, plus die Korken. Das heißt, ihr habt schon alle eure Ersparnisse dann. Da wir ja zu 14 konnten wir das auch ganz gut stemmen. Ich meine, ob man jetzt eine super tolle Anlage fürs Auto kaufen oder... Ja. Weiß kann sich jeder ausrechnen, der Liter Alkohol, wenn der 18 Euro kostet, dass das eine sehr große Summe ist, die man dann erstmal in Vorkasse gehen muss. Ja klar, ich meine, die Flaschen musst du kaufen, die Korken musst du kaufen, die Aufkleber, das kriegst du ja alles nicht in Kommission, sondern... Genau. Korken kosten, weiß ich nicht, 3.000 Euro Rechnung, dann Flaschen auch nochmal so viel und... Das Gute ist eigentlich, dass wir uns bei den Botanicals an sich Geld sparen können, weil wir es quasi direkt hier haben. Also die Äpfel, die reinkommen, die wachsen hier bei uns in Rodenbach auf der Plantage. Also das sind original Rodenbacher Äpfel, die kommen da in die Flasche rein. Genauso auch wie das Wasser zum Beispiel, da müssen wir nicht sonst wo hinfahren, sondern das kommt bei uns oben aus dem Wald. Ihr benutzt ein spezielles Wasser? Ja, genau, das Rodenbacher Quellwasser im Endeffekt. Gin ist mit echtem Wasser, nicht mit destilliertem Wasser, also nicht mit totem Wasser, sondern der ist wirklich noch mit mineralhaltigem Wasser. Es ist ein sehr weiches Wasser, das wir haben im Spessart. Das hat weniger als 4 Grad deutsche Härte. Ja, und das muss so weich sein, sonst können wir es nicht benutzen, sonst wird der Gin trüb. Und das war uns wichtig, dass wir... Mir war bisher gar nicht klar, dass das dann mit destilliertem Wasser verdünnt wird. Muss es eigentlich sein, dass wenn das zu kalkhaltig ist oder zu mineralhaltig, dann wird sich das nicht richtig mit dem
Alkohol verbinden, also das würde ausflocken oder trüb werden. Und weil wir so gutes Wasser haben, können wir das benutzen. Also so weiches Quellwasser. Das ist eigentlich auch ganz schöne Sache. Ja. Müsst ihr die Botanicals zukaufen oder geht ihr die einfach sammeln? Wir sammeln sie zum Großteil, also ich sag mal so 80-90% kommt von hier direkt, also vom Prozentanteil, was wir alles reingeben. Wacholder, Zitrone müssen wir zukaufen, weil es bei uns in der Qualität so nicht wächst. Das muss man leider zukaufen, aber sonst auch die Nadeln von der Douglasie, da gehen wir raus und holen aus dem eigenen Wald. Echt, Wacholder wächst hier kein ordentlicher? Wo kommt ein guter Wacholder her? Dann? Ja. Also es wächst hier schon, also bei uns jetzt nicht, aber auf der anderen Mainseite, auf der Fränkischen Platte, da wächst schon. Hm. Aber halt, die Sträucher können auch nicht uns, also kannst du nicht einfach irgendwie... Die bekommen nicht genügend Sonne, also musst du schon in Südländischen Raum schmecken anders gehen. Nicht so intensiv auf jeden Fall. Also es wäre schon die Möglichkeit da, aber ich meine, so in der Landschaft jetzt einfach da ein bisschen... zu plündern, ich weiß nicht, ob das das Richtige wäre. Wir brauchen ja auch das ein oder andere Gramm, von daher. Ja. Wenn ihr noch nicht davon leben könnt, wollt ihr davon dann irgendwann mal leben können? Also legt es auf Expansion an? Oder reicht es euch einfach nur den für euch geilsten Gin aller Zeiten? Die Grundidee bei uns war ja eigentlich mal, wir machen mal was Eigenes, was dann irgendwo im Laden steht. Das ist bestimmt mega cool, wenn man sein eigenes Produkt im Laden stehen hat. Da geht man da rein in den E-Sender oder in den Rewe oder weiß der Geier wo. Und da steht dann sein eigenes Produkt, was man selbst mit den eigenen Händen hergestellt hat. Das steht dann da einfach da im Regal, wo dann die Großen stehen. Keine Ahnung. Ja. Das ist dann, das war eigentlich das, was wir eigentlich so ziemlich cool fanden irgendwie. Man kann seinen Kumpel sagen, geh doch mal in E-Sender und kaufen wir doch mal von meinem eigenen Gin. Weißt du, das hat dann schon irgendwie, ja, dann stolz gemacht, irgendwie so daran zu denken. Ja, und das hat sich so nach der Zeit alles so ein bisschen so entwickelt und immer weiter und gehen wir mal noch in den Laden und da ist doch noch ein Laden und hier ist doch noch eine große Stadt, da können wir doch hier mal noch fragen und so hat sich das jetzt immer weiterentwickelt. Cool ist natürlich, oder das ist der Traum, schätze ich mir von jedem, dass er mal irgendwann sein eigener Boss ist. Aber wir arbeiten uns jetzt irgendwo so ein bisschen durch die Gegend und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Mal abgesehen davon, dass das ein wirklich gutes Produkt ist und man weiß ja auch nicht, was jetzt in Zukunft ist, ob das jetzt so bleibt mit dem Gin-Hype oder vielleicht in 3 Jahren oder 2 Jahren oder wann auch immer. Alle Leute sagen, sie wollen das nicht mehr und dann wird man ja nichts mehr verkaufen. Also ist es uns jetzt auf jeden Fall zu riskant, aber wir können ja sowieso noch nicht davon leben. Also kriegt ihr denn eure ganze Produktion verkauft auch? Ja. Also wir sind regelmäßig am Nachproduzieren, aber so wirklich einen Vorlauf haben wir aus Zeitgründen noch gar nicht so wirklich gehabt. Also es funktioniert, der Verkauf funktioniert ganz gut. Ja. Zufriedenstellend. Ja. Doch. Natürlich, um davon leben zu können, müssen wir noch ein paar Gin-Trinker finden, die auf handgemachte Spirituosen abfahren. Dann. Ja. Vielleicht haben wir hier ja ein paar gefunden jetzt damit. Fabian Kreser und Markus Skrobanek, vielen Dank. Bitteschön. Haben wir gerne gemacht.